Recht herzlich willkommen zur 93. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind auf dem Weg zum Mond, um hier den hier zu retten, den Tom Frott oder so ähnlich heißt der. Den werden wir da retten und da müssen wir jetzt hier mal gerade gucken, dass wir da noch ein Manöver adden. Und dann machen wir da ja eine Bremsung. Ah, das hat er natürlich wieder gut angenommen hier. Das Klicken ist immer so schön. Wo sind wir? Da sind wir, glaub, ne? Gucken, dass wir da... Ja, wunderbar. Ein bisschen mehr. Der grüne war es, ne? Oh, das war zu viel. Ein bisschen größer werden wieder. Ja, lassen wir mal so stehen. Ja, das muss unser Manöver werden. Sieht schon ziemlich super aus, denke ich. Wenn wir da sind, müssen wir die... Ja, weiß ich nicht, wie man die nennt, ne? Diese Achse. Ein bisschen verschieben vielleicht noch. Anpassen. Kriegen wir schon hin, denke ich. Gut, dann können wir jetzt hier... Cannot auto-warp so far. Add Manöver, ne? Okay, dann müssen wir... Cannot auto-warp so far. Okay. Aber ich hätte ja gern warp next Manöver gehabt, ne? Das kann er auch nicht, okay. Dann warp hier, egal. So, der ist da unterwegs. Wo sind wir? Sehe ich noch gar nicht. Ach, da hinten sind wir. Irgendwann passt das dann gleich. Ah, da kommen wir schon auf die Bahn zu. Supi. Und ja, dann sind wir gleich hier. Das ging aber jetzt schnell, ne? So, Navball raus. Korrektur anpeilen, dass wir da Korrekturmanöver gleich da haben. So sieht top aus, glaube ich. So. Ja. Da müssen wir gleich dann den Schub geben, damit wir in den Orbit des Mond einlenken, ne? Gut. Geht jetzt hier Warp. Next Manöver. Komisch. Warp to Next Manöver da. Okay, das haben wir. Ich glaube, korrigieren brauchen wir nicht. Sieht man gerade etwas schlecht, aber ist halt so, ne? Aber kommt, glaube ich, auch nicht am Pfund drauf an, ne? So, 290. Ja, wenn wir da in der Nähe sind, dann kriegen wir das gleich schon hin. So bei 20, denke ich mal, können wir dann Schub geben, ne? Okay, 30 Sekunden noch. Und dann geht's los. So, 20 und Schub. Gut. Sieht gut aus, oder? Ja, das können wir auch super sehen, wo wir gleich aufhören müssen, ne? Ich würde sogar erstmal da aufhören. Wo ist er? Er ist nämlich da. Wir sind hier. Das würde ja auch ewig dauern, bis wir da hinkommen, ne? Da müssen wir ja hier schon mal ein bisschen größer bleiben, glaube ich. So, aber... Machen wir mal hier noch ein Manöver. Und... Ach so, Target müssen wir noch feststellen. Geht das? Training Station, nein. Set ist Target. Doch, da passt's. Ja, 0,2, ne? Aber wir machen das trotzdem. Das war die falsche Taste. So, und gucken zu. War andersrum, aber springt dein Wutz weg, dass du es nicht mehr kontrollieren kannst, ne? Ah. Vier, drei.
war schon wieder rüber, ne? Nein, doch nicht. So, 1, 0, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Passt. Wunderbar. Die Korrektur gleich machen. Dann sehen wir natürlich hier wieder keinen Dingens. Warum ist das an? Da ist er. Glücklich diesmal die richtige Richtung gemacht. So. Passt, oder? Gut, da müssen wir einmal nur kurz Schub geben, dann haben wir das auch korrigiert. Ja. Ne, 8 Sekunden, das ist nur noch, ich dachte, da wäre nur mit 1 davor gewesen, ist aber nicht. So, kurz, stopp, und das war's. Den können wir vernichten. Das ist wohl jetzt 0, ne? Gut, dann sind wir mit ihm auf einer Ebene, das ist super. Nur wir sind hier und er ist da, das ist jetzt nicht so schön, ne? Da müssen wir aufholen. Warte mal, dann machen wir da einen Rechtsklick drauf. 491.000. Und da sind wir da zu nah. Dann geht er wieder mit dem Tempo runter. Okay. Entfernung nimmt zu. Ist aber nicht schlimm, weil wir sind sowieso hälftig. Das wird schon gleich irgendwie passen dann. Obwohl, das wird ewig dauern, oder? Ah, da sind wir zu nah. Ja, da geht's wieder ein bisschen schneller. Ja. Wie sind's jetzt? 490. Wohl, da sind's dann wieder 510. Ich glaube, da müssen wir nochmal was korrigieren. Das ist äußerst schlecht. Wir müssen, wo sind wir denn mit ihm auf einer Ebene, auf der Seite, ne? Oder annähernd auf einer Ebene sind wir hier. Das heißt, wir machen das Manöver auch hier, dass wir da mal größer machen, dass wir das hinkriegen, oder? Dafür müssen wir aber hier mal auf normaler Geschwindigkeit, jetzt sind wir schon drüber, aber das ist jetzt halb so wild. Das kriegen wir noch hin. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es nachher irgendwann passt, ne? So, jetzt mal schneller. So, da ist er. Und macht eigentlich schon einen super Eindruck, oder? Kann er sein? Nee, wir sind schon jetzt doch tatsächlich so nah dran, ne? Warte mal, wir können andersrum ausrichten, definitiv. Und wenn wir da in der Nähe sind, hier so. So, jetzt richtet er aus. Dann machen wir hier wieder kleiner, ne? So, also ein bisschen vor vielleicht noch. Gut. Und dann brennen wir hier mal kleiner. So, da gibt es einen Punkt. Jetzt sehe ich, ach so, da ist der Orange, ja. Ist das das, wenn wir nächstes Mal rumkommen, dass wir dann da treffen oder da treffen, kreuzen? Könnte sein, ne? Ich weiß es aber jetzt nicht. Kriegen wir gleich hin, oder? Kriegen wir gleich zu sehen.
Ne, wir sind ja noch außen, oder? Kommt das hin? Ne, das könnte wohl hinkommen. Oder? Ne, ich täusche mich. Wir sind ja, der ist da vorbei, ne? Naja, ist halt so dann. Ja. Jetzt hat er uns überholt. Das ist zwar hier der nächste Punkt, aber... Gut. Dann wieder vor. Und wir sind noch auf dem richtigen eingestellt, glaube. Das kriegen wir dann gleich nochmal hin. Wenn wir hier unten sind, brennen wir nochmal. Müssen wir allerdings da runter gehen. Oh, hier sind wir schon runter jetzt. Ich glaube, jetzt lassen wir das mal gerade so, gucken, was da passiert. Gut, jetzt sind wir aber außen auf der Seite. So, jetzt macht er den längeren Weg und wir den kürzeren. Vielleicht klappt es hier unten irgendwo, dass wir das hinkriegen, ne? Aber nicht in dieser Runde. Wahrscheinlich in der nächsten Runde. Ja. 127.000 Meter. Wow. So. Das ist natürlich jetzt noch mehr geworden. Müssen wir mal gucken, wie viel es kleiner wird. Nee, das ist noch gar nichts. So. Vielleicht fliegen wir bis dahin und machen da auch noch mal Kurskorrektur. Weil wir hier außen sind, ne? Gucken wir, dass wir das hinkriegen. So, da hinten nochmal. Hey, da sind wir falsch rum. Oder? So rum ist auch nicht richtig, oder? Warte mal. Nee. Ach, der war wahrscheinlich noch nicht richtig ausgerichtet, weil wir Speed noch drauf hatten. Kann das sein? Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja, wahrscheinlich. So. Wie hoch das da jetzt ist, oh, ist noch reichlich, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Gut, dann drehen wir mal schneller wieder. Gucken, was dabei rumkommt, ne? So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja, weiter. 120. 120, 124. 119. Jetzt ist die Frage, ob wir da nicht gleich vorbei sind. Wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich zu viel gewesen, da auf dem Stück. Oder? Obwohl, ne, doch nicht. Sieht gar nicht so schlecht aus. 56. Das ist die Frage. Wir sind da allerdings noch außen, das heißt, es vergrößert sich noch. Allerdings würde ich sagen, wir machen hier auf jeden Fall den Kreis nochmal größer. Damit wir hier ein bisschen näher rankommen, das wäre sonst zu viel, dann haben wir nämlich gleich wieder überholt. So, haben wir ja. Ja, irgendwie ist es aber noch nicht so schön, ne?
mal weiter. Wo sind wir denn jetzt da? Okay. Na, nimm zu, weil wir hier noch außen sind. Da noch ein bisschen mehr. So, könnte ich es mir vorstellen, dass das einigermaßen vielleicht jetzt werden könnte. 82, 84. Ja, da ist der Schnittpunkt. Jetzt kommen wir dann erst näher, aber ziemlich geringfügig, ne, oder? Ja. Das heißt, hier müssen wir vielleicht noch mal gucken, dass wir da das reinkriegen. So gefällt mir das noch am besten jetzt, ne? Und gleich auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal. Noch ein schneller. 80, 82, ja. So. Oh, das war falsch rum. Oder er war noch nicht ausgerichtet wahrscheinlich. War ich wieder zu schnell. Genau so ist es. Ich war zu schnell. So. Machen wir schneller. So, 84.000 Kilometer. Da geht noch ein bisschen mehr. Oh. Sehe ich mich nicht und den auch nicht, weil die hier hinter sind. Aber da steht was von 61. 59, okay, ich glaube in der nächsten Runde kommen wir eine ganze Ecke näher. ...44, das würde bedeuten 2 Runden noch und dann haben wir's. ...37, 2 Runden, einer oder zwei, keine Ahnung. So, 42, nochmal schneller, 21, geht nicht schneller, weil wir zu nah jetzt sind, ne, 15, ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen größer werden, sonst sind wir zu nah dran, ausrichten, hier sind wir runter, ne, ja. Dann müssen wir da einmal ein bisschen Schub geben, damit der Kreis ein bisschen näher hier rankommt. Sonst überholen wir nämlich wieder, denke ich. So. Und dann gucken wir nochmal. Ja, ist doch noch wieder größer geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir werden es gleich sehen, ob es gut ist oder nicht. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ich glaube, das war gar nicht verkehrt, das zu machen. Noch gerade über den Punkt darüber. Gucken wir mal, dass wir darüber kommen. So, 5000 wächst gerade an. Das heißt, nächsten Runde wird alles anders. So, jetzt sehen wir das hier kaum. 4 Kilometer. Das ist jetzt eine Annäherung, die schon ganz gut ist, denke ich. Da sind es 74,7 bei uns und er. Das ist doch seine, ne, oder? Und das ist unsere 74. Gut, gehen wir gerade ein Stück vor, damit ich den sehe. Oder uns sehe. So, jetzt müssen wir im Endeffekt gleich
die Feinjustierung anfangen. Das sind 6 Kilometer noch. Da müssen wir dann gucken, dass das besser wird. Das Geflacker, das ist ganz schön nervig. Das war so ein Bug, hatte der Dalo mehr gesagt. Ja. Mal ein Stück vor noch. So, das ist unsere Bahn. Das ist seine Bahn, ne? Unsere kleiner, seine größer. Einmal ein bisschen mehr Schub. Das war 77 kriegen. So, das ist nicht schlecht. Einmal über diese Marke darüber. Da sind wir sogar, okay. Ja. Aber ich sehe schon, die Zeit ist wieder fortgeschritten. Wir machen hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.